Oh, hallo Greg. Schön mal wieder was von dir zu hören. Ja, die Leute rufen echt immer im passendsten Moment an. Was möchtest du denn? Guten Abend, Socko. Ich, Greg, bist du wach? Nein, ich schlafe. Weißt du? Ich habe alles Mögliche. Was? Ich habe alle möglichen Beeren gefunden. Wenn du willst, teile ich mit dir. Ich warte hier, Route 31. Ja, ich habe nur jetzt leider dummerweise keine Zeit, um auf Route 31 zu kommen. Vielleicht ein anderes Mal. Auf Wiedersehen. Ja. Und das passiert irgendwie des Öfteren. Ja, irgendwie haben anscheinend die Leute, die ich in meinem Po gekommen habe, immer das Talent, zu einem wunderbaren Zeitpunkt anzurufen. Und ja, es ist nicht Montag und wir haben es auch nicht 1.37 Uhr. Die Uhr geht mal wieder total falsch. Gut, aber genug davon. Wir sind ja im letzten Part in Azuria City angelangt und ja, es gibt ja ein Problem mit dem Kraftwerk. Jemand hat ja ein Teil gestohlen, weswegen das Kraftwerk jetzt, beziehungsweise weswegen der Generator jetzt nicht funktioniert. Und wir müssen versuchen, dieses Teil wiederzufinden. So, aber als erstes schauen wir doch mal. Hier ist natürlich eine Pokémon-Arena, nicht vergessen. So, ein Supermarkt und langweilige Häuser. Und da ist auch noch ein Haus. Was ist das? Hier ist eine Nachricht. Der Fahrradladen ist jetzt in Johto, in Dukatia City. Ach was, ja. Ich weiß, dass der Fahrradladen jetzt in Dukatia City ist. Wo ich immer noch nicht gewesen bin, wohlgemerkt. Ich meine, ich habe mittlerweile die Liga durch und hab's irgendwie versäumt, in Dukatia City das Fahrrad einzusammeln. Das sollte ich irgendwann bei Gelegenheit nochmal tun, damit ich schneller unterwegs bin. Und damit ich den Fahrradweg von nach Saffronia City benutzen kann. Nicht nach Saffronia City, nach Fossania City war es, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Das heißt, ich komme jetzt hier nicht rein. Nein, abgeschlossen. Ach was, echt? Stimmt, aber ich lag richtig mit der Vermutung, dass es einen Fahrradladen gab. In Kanto, der jetzt aber halt in Johto ist. Und ich kann es euch einfach nicht sagen, warum ich es bis heute irgendwie nicht geschafft habe, dieses Fahrrad mitzuholen. Ich habe es irgendwie einfach verpeilt, glaube ich. Aber gut, für nichts ist es zu spät. Man kann es ja immer noch holen gehen. Mein Lamus und ich sind ein unschlagbares Team. Lamus, mach deine Konfusion vor. Oh? Okay. Sehr beeindruckend. Das Kraftwerk von Kanto? Es befindet sich am Ende von Route 9 auf der Straße östlich von hier. Es muss dort einen Störfall gegeben haben. Du, ich weiß, wo das Kraftwerk ist. Ich war erst da. Aber gut. Ich glaube... Ja, gut. Pokémon trotzdem heilen, auch wenn sie das jetzt nicht so üblich haben. Ja, würdest du sie bitte heilen? Dankeschön. Das wäre voll nett. Dankeschön. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Gut, dankeschön. Mit einer Geschwindigkeit von über 550 Kilometer pro Stunde reist der Magnetzug in 0, nichts zwischen Kanto und Johto hin und her. Dadurch ist Johto ganz nah. Ja. Nur bringt uns das momentan überhaupt nichts, weil der Magnetzug ja nicht fährt. Ich kämpfe lieber mit Pokémon, die ich trainiert habe, auch wenn sie schwach sind, als mit Pokémon, die ich neu gefangen habe. Interessante Statistik. Taktik. Ach Gott. Mir fehlen die passenden Worte heute. Azuria City, umgeben von einer mystischen blauen Aura. Mystische blaue Aura. Was für eine mystische blaue Aura. Aber pff, gut. Was ist das hier für ein Schild? Pokémon Arena von Azuria City. Leitung Misty. Misty! Ach ja, Misty. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich sie in dem Pokémon-Anime echt vermisse. Ich weiß nicht, Misty gehörte eigentlich immer so zu meinen Lieblingscharakteren.
Ich meine, sie hatte zwischendurch, als sie dann weg war, hatte sie ja zwischendurch mal irgendwie so 2, 3 Gastauftritte vielleicht. Aber trotzdem, ich finde es schade, dass sie Ash nicht mehr begleitet. Ich meine, gut, es ist aber auch nicht unbedingt schlecht, Abwechslung reinzubringen, indem er immer neue Begleiter hat, aber ja. Misty, ich mag halt Misty einfach. Ja, ich mochte sie halt auch einfach immer lieber als Maike und ja, naja, gut. Wir schweifen mal wieder vom Thema ab. Es geht hier ja nicht um den Anime, es geht um das Spiel jetzt hier. Die jungenhafte Meerjungfrau. Was? Jungenhafte Meerjungfrau? Was zur Hölle? Ich bin ein großer Fan von der Arena-Leiterin in Azuria City. Ihr Name ist Misty. Ach nein, ist nicht wahr. Ist ja nicht so, als wenn ich das gerade eben auf dem Schild gelesen habe, was neben dir ist. Das ist auch cool. Man liest ein Schild, wo drauf steht Pokémon Arena von Azuria City, die Leitung Misty. Und dann kommt dieser Typ an und sagt, oh, ihr Name ist Misty. Das wusste ich noch gar nicht. Echt? Wahnsinn. So, aber zur Arena gehe ich jetzt noch nicht. Wir wollen ja nicht voreilig sein. Was geht hier ab? Mein Mann ist glücklich mit den Pokémon, die er im Tausch erhalten hat. Okay. Ein Zubat. Wow, ich würde auch voll einen Zubat mit jemandem tauschen. Kangama. Hey, aber Kangama ist cool. Ach, ich bin so glücklich. Mehr hat er nicht zu sagen. Ach, ich bin so glücklich. Mehr gibt es nicht zu sagen. Gut, dann. Hier geht es zu welcher Route? Genau, Route 4. Oh, Route 4. Das ist, glaube ich, die Route, die Richtung zur Pokémon-Liga führt. Aber hier kommen wir ja natürlich nicht längst. Aber ich kann auch mal gucken, was es hier so für Pokémon gibt. Zubat, das habe ich mir schon immer gewünscht. Nicht wirklich. Irgendwas Interessantes vielleicht? Abgesehen von Zubat? Radikal. Nur zu dumm, dass ich einen Radikal besitze. Vor allen Dingen einen Radikal auf Level 10. Yay. Kann ich nicht gebrauchen. Radikal, yay! Diesmal ist es wieder auf Level 10. Tja. Ich habe das Gefühl, hier gibt es keine brauchbaren Pokémon hier drin. Ratzfratz. Ja, ich glaube, das ist irgendwie so Einheitsbrei hier. Ratzfratz, Radikal, Zubat. Gut, dann lasse ich das. Vielleicht ein anderes Mal. Gut. Damit wollen wir uns jetzt auch nicht aufhalten. So, was war hier? Hallöchen. Sammelst du Orden der Pokémon-Arenen von Kanto? Jupp. Aha, das ist alles, was du wolltest. Gut zu wissen. So. Hallöchen. Im Cup im Norden. Was? Am Cup im Norden treffen sich viele Pärchen. Gerade Mädchen gehen dort gerne hin. Dates und so, oder was? Hier ist eine Nachricht. Stoppt den Krimi. Was? Stoppt die Kriminalität und macht aus dieser Stadt einen Ort, an dem man sicher ist und gerne lebt. Ordnungsamt von Azuria City. Sehr schön. Oh, ein Dickdor. Dick, Dick. Ja, Subi. Wir wurden von Räubern aufgehalten. Was? Ich habe gehört, dass ein zwielichtiger Typ herumschleichen soll. Ich werde nicht stillhalten, wenn sich herausstellt, dass er ein Dieb ist. Okay. Ein zwielichtiger Typ. Ich denke mal, den müssen wir finden. Hier soll es mal eine Höhle gegeben haben, in der mächtige, grässige Pokémon gehaust haben. Was zur Hölle? Ach ja?
Mein Detektor schlägt aus. Okay, was soll mir das jetzt sagen? Eine Höhle, in der grissige Pokémon gelebt haben. Mhm. Cup bei Azuria City voraus. Ja, gut, da möchte ich jetzt aber noch nicht hin. Ich möchte noch ein bisschen durch Azuria City laufen und gucken, was es hier noch so gibt. Aber anscheinend war es das auch schon. Ich bin vollends begeistert. Oh, warte mal, ich könnte mal in den Supermarkt gehen. Ja, womit könntest du mit denen... Ey, gibt's hier keinen, der irgendwie mal Hypertränke oder sowas verkauft? Hyperheiler kann er mir anbieten, aber... Ja, da hole ich mir jetzt mal 5 Stück von. Man weiß ja nie. Und vielleicht auch noch ein paar Ja, okay, Hyperbälle sind so... Ja, komm, so viel Geld habe ich gar nicht. Superbälle vielleicht? Ja, das ist irgendwie so... einfach irgendwas kaufen gerade. Ich kann mich nicht so recht entscheiden. So. Mein ganzes Geld auf den Kopf hauen. Juhu! So. Misty ist wahrscheinlich die einzige, die Trainer am Cup bei Azuria City besiegen kann. Okay. Du wirst auf dem Weg zum Cup bei Azuria City viele Trainer treffen. Sie wollen herausfinden, welche Chance sie gegen andere Trainer haben. Pff. Komm, die haben keine Chance gegen mich. Gut, dann sollten wir dieses Cup von Azuria City mal aufsuchen. Ah, verdammt. Ups. Tut ja so leid mir. Was? Tut ja so leid mir? Kannst du nicht richtig Deutsch reden? Du nicht verletzt. Du okay? Ich schwer beschäftigt. Nicht Zeit für Reden. Nicht gut, wenn ich gesehen werden. Oh nein, du mich schon hast gesehen. Ach nein, oh Gott, bist du schlau. Oh meine Güte, dann gehören wir in Erbse. Oh, du hast mich ja schon gesehen. Oh mein Gott, nein. Ich großes Fehler gemacht. Hey du, vergessen, dass du mich gesehen, ja? Du nichts sehen und hören und wissen. Tschüss. Und tschüss. Ah ja, stimmt. Es ist ja gar keiner in der Arena. Sehr schön. Jetzt stellt sich nur die Frage, was hat dieser Typ, der mir ja sehr nach einem Team Rocket-Mitglied aussah, was hatte der in der Pokémon-Arena zu suchen? Aber wir werden den, denke ich mal, wiedersehen, den Typ. Der nicht vernünftig reden kann anscheinend. Gut, dann würde ich sagen, dann gehe ich einfach mal zum Cup von Azuria. Bei mir bleibt nämlich keine andere Wahl. Route 24. Ach, da bist du ja wieder. Hey, Minimensch. Ich sein von Team Rocket. Nein, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Wirklich? Sein aus fremde Land. Trainer 1, ich sein. Geglaubt, wenn nix Energie mehr mache, viel Panik bei Leuten. Geheim mein Auftrag sein, ich dir nix verraten. Doch wenn mich besiege nicht sein, lieb und dir verrate Geheimnis. Du Kins, kämpfen lassen uns. Ja, gut. Interessant zu wissen, dass es bei Team Rocket auch Ausländer gibt. Ich komme ja aus anderem Land, weißt du Bescheid? Okay, gut. Aber interessant, dass sie auch Mitglieder aus dem Ausland rekrutieren. Das heißt, Team Rocket ist sogar international. Ich bin begeistert. Nein, nicht wirklich. Oh, wow, das war's schon? Uff, nein, glaube nicht, ich kann... Stark sehr du sein. Ich nix Gegner für dich. Ja. Ich hätte ihm vielleicht mal doch einen Akzent geben wollen. Vielleicht sollte ich das noch nachträglich einfügen.
Okay, verraten dir meine Geheimnis. Schwule gestohlen von mir geschenkt. Was? Versteckt in Pokémon Arena der Azuria City. Was? Wasser sein, kurzer Versteck. In Mitte von Pokémon Arena Wasser sein. Kind, du mich vergesse nicht. Besiege dir wird Team Rocket tun. Werden kommen aus Johto. Mein Freunde, rächen sie werden tun. Was du sagen, Team Rocket nix mehr gibt? Kaputt gemacht, du sagen. Kaputt gemacht, du sagen. Ja, ich hab Team Rocket kaputt gemacht, weißt du. Ja, hast du das noch gar nicht mitgekriegt? Team Rocket gibt's gar nicht mehr. Oh nein, ich tun, was sie jetzt machen. Verschwinden. Auf mysteriöse Art und Weise und nie wiederkommen. Yay. Gut, dann sollte ich anscheinend doch mal in die Arena gehen. Da soll sich ja diese Spule befinden. Die Spule, die wir wohl brauchen für den Generator vom Kraftwerk. Dann gehe ich mal in die Arena. So, dann wollen wir doch mal gucken. Hey, das war einfach. Es war zwar nicht unbedingt genau die Mitte, aber... Ich habe die Spule gefunden. Cool. Sehr schön. Jetzt ist nur die Frage, gehe ich jetzt damit zurück zum Kraftwerk? Erstmal. Wo ist denn jetzt überhaupt die Spule? Spule, da. Ein Maschinenteil für das Kraftwerk. Gut, dann würde ich sagen, dann bringen wir das eben zum Kraftwerk zurück. Die Route 24, die können wir ja danach noch erkunden. Die rennt uns ja nicht weg. Wieso sollte sie auch? Sie hat keine Beine. So, aber ich glaube... Nein, ich habe doch noch meine VM-Sklaven bei mir. Würdest du bitte Zerschneider einsetzen? Ellie, Chris, oh nein. Ach stimmt, ich habe... Oh, verdammt. Ich habe Chris ja Zerschneider beigebracht. Aber wozu brauchte ich dann... Ach so, ja, für Blitz. Gut, ich sollte bei der nächsten Gelegenheit echt zusehen, dass Chris wieder Zerschneider verlernt, weil ich brauche die Attacke nicht unbedingt jetzt. Jetzt muss ich erstmal den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ach, wie schön wäre das, wenn ich jetzt das Fahrrad hätte. Aber ich besitze es ja dummerweise nicht. Wie konnte ich das nur vergessen? Aber gut. Erstmal wieder zurück zum Kraftwerk. Ich denke doch mal, der Chef wird sich freuen, wenn ich ihm die Spule zurückbringe. Da, 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 da. Wow, kein Pokémon aufgetaucht. Nice. Hallöchen. Ich bin wieder da. Und ich habe euch was mitgebracht. Beziehungsweise ich habe dir was mitgebracht, Direktor. Oh, oh ja. Das ist die fehlende Spule meines geliebten Generators. Du hast sie gefunden? Haha, danke. Als Belohnung gebe ich dir diese TM. Was, ich krieg nur eine lausige TM dafür, dass ich dir deine Spule zurückgebracht habe? Ich muss mich dafür mit einem Team Rocket Mitglied anlegen, ja? Naja, okay. Sagen wir mal ehemaliges Team Rocket Mitglied. Dadurch, dass es Team Rocket ja nicht mehr gibt, aber... Gut. TM 07 enthält Blitzkanone. Eine sehr starke Attacke. Sie ist nicht sehr präzise, aber du kannst jemanden damit ordentlich schmoren. Das klingt nice. Dankeschön. Soll jetzt nicht heißen, dass ich irgendwie vorhabe, irgendwie jemanden zu schmoren oder so. Okay. Seit der Generator wieder läuft, ist der Direktor wieder fröhlich. Ach was. Das sollte ich... Das hoffe ich doch aber sehr, dass er jetzt wieder happy ist, jetzt wo er seine Spule wieder zurück hat. Es wäre ja dumm, wenn er jetzt immer noch wütend deswegen wäre. Aber gut. Dann wollen wir mal wieder zurück nach Azuria City kehren. Oder vorher auf dieses Goldini treffen. Ein männliches Goldini, wohlgemerkt. Was ich aber nicht brauche. Es wird Zeit, dass ich mal wieder neue Pokémon finde. Denn es gibt ja noch...
Unterbrich mich nicht! Wildes Pokémon, was auch immer. Schon wieder Goldini. Mann. Ups. Du bist überhaupt nicht nervig oder so. So. Bodo, ist das dein Ernst? Hallo, hier ist Bodo. Saku, entschuldige die späte Störung. Nein, das ist nicht zu entschuldigen. Du störst mich gerade mitten beim Surfen. Du musst jetzt viel besser sein. Warum zeigst du mir nicht deine Technik in einem wahren Kampf? Ich warte hier, Route 34. Nein, ich sage es dir, wie ich es den anderen Leuten auch schon gesagt habe, die mich angerufen haben. Ich habe jetzt gerade keine Lust bzw. Zeit, da ich mich gerade in Kanto befinde. Aber gut. Ich kann es mir jetzt natürlich ganz einfach machen. Und mit Heiji einfach nach Azuria City fliegen. Ich weiß, es ist zwar nicht so weit, aber ich bin faul. So. Dann würde ich sagen, dann schauen wir doch mal auf Route 24 vorbei. Das mit der Spule haben wir jetzt erledigt. Und jetzt müsste ja auch der Magnetzug wieder funktionieren. Den wir ja dann irgendwann später noch ausprobieren können, um dann wieder nach Johto zurückzukommen. So. Fand ich auch gut. Das ist auch so eine Logik. Hier, Route 24. Dieses kleine Stück hier, ja? Und ich meine, was ist das für eine Logik? Das hier, Route 24, dieses kleine Stück. Und dann auf einmal Route 25. Okay, Route 24 ist dann wahrscheinlich das, was hier noch ist. Runtergeht mit dem Wasser und so. Hallo, wilde Pokémon, taucht auf. Mirapla? Ernsthaft? Okay, ich habe noch keins, aber es ist männlich. Verdammt. Aber gut, wir fangen es trotzdem. Ja. Wovon bin ich vorhin abgekommen? Irgendwas wollte ich doch sagen. Bis irgendwie mich das wilde Pokémon unterbrochen hat. Oder die wilden Pokémon vorhin beim Kraftwerk. Ach so. Ja, ich sollte noch irgendwie mal ein paar neue Pokémon finden. Weil es gibt immer noch zwei Leute, die mich gefragt haben, ob ich Pokémon Namen geben soll. Also, ob ich denen Namen geben könnte. Es wären zum einen mal ein süßes Pokémon für die liebe Flashlight. Und dann irgendein Pokémon noch, dem ich den Namen Rokuro geben soll. Rokuro? Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt, aber Mega Moon Bunny, falls du das siehst, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich weiß, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, aber... Gut. Aber das Mirapla ist jetzt nicht unbedingt so dafür geeignet, finde ich jetzt. Mirapla! Yay! Tagsüber versteckt es sich in der kalten Erde, um die Sonne zu meiden. Es wächst im Mondschein. Sehr schön. Nope. Mirapla nicht. So, ja, hier surfe ich ein anderes Mal lang. Muss ja nicht jetzt unbedingt sein. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Falls mal irgendwas auftauchen sollte. Hallo! Komm, irgendwas Putziges. Duflo ist jetzt nicht unbedingt süß, aber... Gut! Bitte, fein! Duflo, was fällt dir eigentlich zu befreien? Du schämst dich anscheinend mal wieder kein bisschen. Dein Lockdorf... Dein Lockdorf kannst du dir sparen. Was zur Hölle? Oh no.
Jetzt bleib doch in dem verdammten Superball, Mann. Ich kann dich ja nicht mal schwächen, weil meine Pokémon einfach zu überpowered sind. Es ist nicht wahr. Ich meine, gut, ich habe Ellie dabei, aber Ellie kann nicht wirklich was ausrichten, weil Ellie ist gerade mal Level 5. Das bringt mich nicht sonderlich weiter. Du, Flo, du machst mich gerade leicht wütend. Aber auch nur leicht wütend. Und hör mal auf mit deinem verdammten Lockduft. Fluchtwirkt singt. Ich will ja auch gar nicht flüchten. Ich will dich ja fangen, du elendes. Ich will jetzt nicht sagen, Kackviech, aber ich hab's jetzt doch gesagt. Und danke, dass du mich vergiftet hast, du hässiges Viech, ey. Viech ist zwar auch fies, aber noch nicht so schlimm. Na also, geht doch. Schön. Jetzt bräuchte ich nur noch einen Giflor. Aber für Giflor bräuchte ich wieder einen Blattstein. Der Gestank seines Speichels und der Pollen ist so eklig, dass mancher Feind dadurch ohnmächtig wird. Ew. Nein, so ein stinkendes Ekelpflanzeviech, das bekommt keinen Spitznamen. Sorry, Flashlight, aber ich werde noch ein süßes Pokémon für dich finden. So. Vielleicht sollte ich erstmal ein Gegengift benutzen. Ja gut, ich würde dann... guck ich nochmal hier die Büsch. Du hast keinen Platz mehr dafür. Yay. Okay, gut. Ich würde sagen, das war's dann hier an dieser Stelle. Und Route 25 erkunden wir dann weiter im nächsten Part. Seid also wieder mit dabei. Also Leute, bis dann.